Bildung als Zieldimension. In seiner Dissertation Musikalisch-ästhetische Bildung sucht Christian Rolle nach einer Möglichkeit zu beschreiben, wie die Erfahrung von Musik Bildung ermöglichen kann. Sein Verständnis von Bildung fügt sich dabei ziemlich nahtlos an die Gedanken Biris an, die ich ganz am Anfang des Moduls zitiert habe. Das Ziel von Musikunterricht beschreibt er wie folgt. Bildung soll der selbsttätige, riskante und unabschließbare Prozess der Erfahrung genannt werden, in dem Menschen sich neu orientieren, indem sie in Interaktionen mit anderen veränderte intersubjektiv verständliche Möglichkeiten der Selbst- und Weltbeschreibung erwerben, wodurch sich jedem in Anerkennung des anderen als anderen neue Wahrnehmungs-, Empfindungs-, Denk- und Handlungsoptionen zur Gestaltung eines besseren Lebens für alle eröffnen. Bildende Erfahrungen verändern diejenigen, die sie machen. Lassen Sie mich auf diese Definition ein wenig detaillierter eingehen. Ein erster Aspekt, den Rolle hier hervorhebt, ist die Selbsttätigkeit. Schüler bilden sich selbst. Bildung ist demnach nicht ein Resultat erzieherischen Handelns. Lehrkräften kommt entsprechend die Funktion zu, Schülerinnen in dem Vorhaben zu unterstützen, ihnen Gelegenheit zu schaffen, sich zu bilden. Auf den Prozess des Sich-Bildens selbst haben sie jedoch keinen Einfluss. Die Bestimmung gibt uns zweitens auch Aufschluss darüber, wie, das heißt wodurch Schüler und Schülerinnen sich bilden, nämlich durch einen riskanten und unabschließbaren Prozess der Erfahrung, in dem Menschen sich neu orientieren, indem sie in Interaktionen mit anderen veränderte, intersubjektiv verständliche Möglichkeiten der Selbst- und Weltbeschreibung erwerben. Bildung vollzieht sich demnach offenbar in der Erfahrung, uns mit anderen darüber auszutauschen, wie wir uns selbst und die Welt, beziehungsweise hier ganz spezifisch die Musik, sehen können. Dadurch, dass wir die Perspektive anderer nachvollziehen und vielleicht auch probeweise einnehmen, üben wir einen Perspektivwechsel ein und lernen dadurch verschiedene Möglichkeiten kennen, Musik zu empfinden, über unser Verhältnis zu Musik nachzudenken oder auch in Bezug auf Musik zu handeln. Die neu hinzugewonnenen Möglichkeiten, uns selbst und die Musik wahrzunehmen, zu spüren, darüber nachzudenken und damit umzugehen, erweitern unser Repertoire, sodass wir aus dem Austausch über musikbezogene Erfahrungen verändert hervorgehen. Ein letzter Aspekt betrifft unser Verhältnis gegenüber denen, mit deren Perspektiven wir uns in solchen Bildungsprozessen auseinandersetzen. Rolle beschreibt dieses Verhältnis als Anerkennung. Das bedeutet, dass wir, unabhängig davon, ob wir den Blickwinkel übernehmen, den andere auf Musik oder sich selbst haben, uns zumindest eingestehen, dass sie eine individuelle Beziehung zwischen sich und der Musik gefunden haben. Auf diese Weise verstanden, verschieben musikbezogene Erfahrungen den Blickwinkel in drei Richtungen. Sie verändern und erweitern das individuelle Denken, Fühlen und Handeln in Bezug auf das Selbstverhältnis, auf das Verhältnis zu anderen Menschen und nicht zuletzt in Bezug auf Musik als Teil der Welt. Bildung als Erfahrung. Auf der Suche nach einer Theorie der Erfahrung, die geeignet ist, eine solche Veränderung des Verhältnisses zu sich selbst und der Außenwelt zu beschreiben, findet Rolle erste Hinweise bei dem Philosophen und Pädagogen John Dewey. Dieser entwickelt seinen Erfahrungsbegriff, indem er sich kritisch mit den Philosophien Platons und Aristoteles auseinandersetzt. Dewey hält es für problematisch, dass Erfahrung bei ihnen dem Bereich der Bewältigung alltäglichen Handelns zugeordnet ist, Erkenntnis dagegen für theoretische Einsicht in Dinge steht. Zwar ist es Dewey zufolge durchaus richtig, dass Erfahrung eng mit praktischen Tätigkeiten verbunden ist, für unsere Fragestellung also beispielsweise mit dem Musikmachen. Jedoch erschöpft sie sich dabei Dewey zufolge niemals in einer bloß passiv-sinnlichen Wahrnehmung der Außenwelt. Vielmehr beschreibt er jede Erfahrung immer schon als eine aktive und sinnkonstruierende Tätigkeit, die vom Denken, von der Erkenntnis nicht zu trennen ist. Den Zusammenhang von Erfahren und Erkennen beschreibt Dewey folgendermaßen.
Das Wesen der Erfahrung kann nur verstanden werden, wenn man beachtet, dass dieser Begriff ein passives und ein aktives Element umschließt, die in besonderer Weise miteinander verbunden sind. Die aktive Seite der Erfahrung ist Ausprobieren, Versuch. Man macht Erfahrungen. Die passive Seite ist ein Erleiden, ein Hinnehmen. In Auseinandersetzung mit Deweys Erfahrungsbegriff stellt Christian Rolle weitere Merkmale heraus, die in Bezug auf Bildung wesentlich sind. Erstens, Menschen machen fortwährend neue Erfahrungen, die sich zwar ansammeln. Dennoch kommt der Erfahrungsprozess nie zu einem endgültigen Abschluss. In Bezug auf Bildung bedeutet das für Rolle, Bildung darf nicht als das Ergebnis von Bildungsprozessen missverstanden werden, sondern ist diese Bewegung selbst, die in keinem abschließenden Zustand zur Ruhe kommt. Bildung besteht nicht im Erwerb irgendwelcher Fertigkeiten, auf die hin pädagogisches Handeln zweckrational organisiert werden könnte. Zweitens, im fortlaufenden Erfahrungsprozess werden neue Erfahrungen in schon gemachte Erfahrungen eingebunden und auf diese bezogen. Erfahrungen stehen folglich niemals für sich selbst, sodass Rolle schlussfolgert, pädagogisches Handeln muss Erfahrungen ermöglichen, die Anschlussmöglichkeiten zu vorangegangenen Erfahrungen der Schüler und Schülerinnen aufweisen. Drittens, wenn Erfahrungen Bildung im Sinne eines Perspektivwechsels ermöglichen sollen, so ist es nicht sinnvoll, sie sich als Erfahrungsschatz, als Ansammlung ganz vieler, vielleicht auch widersprüchlicher Erfahrungen vorzustellen. Vielmehr geht Rolle davon aus, dass neue Erfahrungen sich häufig negativ auf vorangegangene Erfahrungen beziehen, sie zum Beispiel auch in Frage stellen oder relativieren können. Erst dadurch ermöglichen Erfahrungen einen Wandel der Sichtweise. Indem wir Erfahrungen machen, nehmen wir nicht einfach bislang Unbekanntes zur Kenntnis, sondern das, was wir bisher wussten, erscheint dadurch in einem anderen Licht. Viertens, Erfahrungen sind auf die Vergangenheit und Zukunft menschlichen Handelns bezogen. Wir machen Erfahrungen, indem wir handeln und für zukünftige Handlungssituationen. Gelegenheiten für Bildung zu schaffen, bedeutet daher immer auch, Schüler und Schülerinnen Gelegenheiten zum selbsttätigen, musikbezogenen Handeln zu geben. Allerdings muss Rolle feststellen, dass Deweys Theorie der Erfahrung einige der am Anfang des Videos vorgestellten Herausforderungen nicht befriedigend zu lösen vermag. Zum Beispiel wird bei ihm nicht klar, was das Besondere der musikalischen Erfahrung ausmacht und wie Schülerinnen sich darüber sprachlich austauschen können. Schwierigkeiten ergeben sich mit Blick auf die Erfahrung von Musik, weil Dewey davon ausgeht, dass Erfahrungen nur dann bedeutungsvoll sein können, wenn sie uns die Zusammenhänge zwischen möglichst vielen Phänomenen erklären. Bei der Erfahrung von Musik geht es ja aber möglicherweise gar nicht in erster Linie darum, allgemeingültige, das heißt für jede und jeden gleichermaßen gültige, Zusammenhänge zu erklären. Es geht viel eher um die vielfältigen und sehr subjektiven Bedeutungen und Wertungen, die wir Musik zuschreiben und die nichts mit rational erschließenden Zweckbezügen zu tun haben. Ebenso wenig kann man mit Bezug auf Dewey erklären, inwieweit und auf welche Weise Erfahrungen mitteilbar, sprachlich artikulierbar sind. Dies erklären zu können, ist aber unerlässlich, wenn es uns als Musikpädagogen und Musikpädagoginnen darum geht, dass Schülerinnen sich über ihre musikbezogenen Erfahrungen austauschen und sich dadurch neue Perspektiven erschließen. Um diese Löcher in seiner Argumentation stopfen zu können, zieht Rolle ergänzend die Schrift »Strukturen der Lebenswelt« des Soziologen Alfred Schütz hinzu. In Bezug auf die Bedeutung oder den Sinn von Erfahrungen ist ein Zitat aus dem zweiten Band dieses Werkes aufschlussreich, welches Sie im Bonustrack anhören können. Ohne sehr tief in Schütz-Soziologie einzusteigen, können wir aus diesem Zitat doch mit Blick auf Bildung als Erfahrung Folgendes festhalten. Schütz geht davon aus, dass sich von dem Bewusstseinsstrom, in dem wir uns permanent befinden, einzelne Erlebnisse abheben und in einem Dreischritt zu Erfahrungen werden können.
Dass wir in unserem alltäglichen Erleben manche Ereignisse als zeitlich umgrenzte Erlebnisse verstehen, hängt für ihn zunächst damit zusammen, dass wir sie erinnern können. Und zwar, weil wir ihnen eine bestimmte Bedeutung zuschreiben, weil sie sich also auf eine besondere Weise in unseren subjektiven Wissensvorrat einfügen. Zu Erfahrungen werden diese Erlebnisse in einem zweiten Schritt, wenn wir ihnen auf der Grundlage unseres persönlichen Relevanzsystems Bedeutsamkeit zuschreiben. Ein zugegeben etwas konstruiertes Beispiel. Wenn wir nach Feierabend im Stress durch den Supermarkt laufen, so werden wir uns vielleicht erst hinterher daran erinnern, dass über Lautsprecher der Song gespielt wurde, zu dem wir das erste Mal mit einem besonderen Menschen getanzt haben. Dieser Song hat für uns eine besondere Bedeutung, weil die Situation, mit Dewey gesprochen, eine Anschlussfähigkeit zu einer bedeutsamen Erfahrung der Vergangenheit aufweist. Und so erklären wir im Nachhinein den Moment des Wartens an der Kasse zu einem besonderen Moment, zu einer Erfahrung, in der vielleicht die Erschöpfung des Arbeitstages von uns abfiel. Musikalisch-ästhetische Erfahrung. Musikalisch-ästhetische Erfahrungen entstehen also in der nachträglichen Reflexion musikalischen Wahrnehmens, die Christian Rolle zufolge in verschiedenen Modi stattfinden kann. Ausschlaggebend dafür, wie ich den Bezug zwischen Musik und mir selbst reflektiere, ist nicht so sehr, welche Art das Klangereignis ist, ob es sich also um eine Beethoven-Sonate, ein Soundscape aus Alltagsgeräuschen oder einen Drum-and-Bass-Track handelt, sondern auf welche Weise ich dieses Klangereignis wahrnehme. Rolle schreibt dazu: Ästhetische Wahrnehmung ist eine Voraussetzung für ästhetische Erfahrung. Ästhetische Erfahrungen können wir machen in Konfrontation mit Objekten, die wir in besonderer Weise, nämlich ästhetisch, wahrnehmen. In ästhetischer Einstellung kann alles zum ästhetischen Objekt, nämlich zum Objekt ästhetischer Wahrnehmung werden. Im Anschluss an Martin Seel unterscheidet Rolle drei Wahrnehmungsmodi: die kontemplative, korrespondive und imaginative Wahrnehmung von Musik. Kontemplativ nehme ich etwas wahr, wenn meine Aufmerksamkeit sich allein auf die sinnliche Erscheinung des Gegenstands richtet. Wenn ich mich beispielsweise dem Klang einer Musik voll hingebe, in ihr aufgehe und nicht nach ihrer Bedeutung oder Struktur frage. Korrespondiv nehme ich Musik wahr, wenn ich sie danach beurteile, ob sie zu mir passt, ob ich es fühle und mich mit der Wahrnehmung identifiziere. Wenn ich mich beispielsweise selbst in dem Lebensgefühl wiederfinde, das der Jazz der 20er Jahre mir vermittelt. Und imaginativ sind schließlich Wahrnehmungen von Musik, die auf die Konstruktion von Bedeutungen und Interpretationen zielt. Imaginativ wahrnehmend frage ich mich, warum eine Komponistin die Textpassage des Chorlieds gerade auf diese Weise musikalisch gestaltet hat oder mit welchen Mitteln der Filmmusikkomponist die Wirkung des bewegten Bildes unterstreicht. Was aber bedeutet all das nun konkret für die Inszenierung von Musikunterricht? Für Rolle müssen die verschiedenen Umgangsweisen des Musikunterrichts in Verbindung stehen mit einer erfahrungsreflexiven Auseinandersetzung mit Musik. Aller musikbezogener Kenntniserwerb, das Üben von bestimmten musikalischen Fähigkeiten, das Training von Fertigkeiten hat keinen eigenen Bildungswert, wenn es nicht Teil oder Vorbereitung auf ästhetische Musikpraxis ist. Es muss also im Anschluss an die musikalischen Erfahrungen im Nachhinein darüber reflektiert werden, was die Musik mit mir macht. Das Adjektiv ästhetisch beschreibt demnach, dass seiner Auffassung nach im Musikunterricht mit Musik, wie auch immer sie im ersten Schritt wahrgenommen wurde, in einem zweiten Schritt stets reflexiv umgegangen werden soll. Ziel ist es also, dass Schüler und Schülerinnen sich selbst also zu der Musik in Beziehung setzen, selbstbestimmt musikalisch handeln, Werturteile äußern und mit eigenen Vorschlägen zum Umgang beitragen. Dabei kann der ästhetische Zugang alle üblichen musikunterrichtlichen Umgangsweisen umfassen. Musizieren gilt Rolle erst dann als ästhetische Musikpraxis, wenn die Musizierenden sich bemühen, der Musik Ausdruck zu verleihen. Das heißt, eine ästhetische Musikpraxis erfordert, dass Schüler und Schülerinnen sich über ein reines Reproduzieren und Abspielen eines Musikstücks hinaus
mit der Musik identifizieren und eigene Gestaltungsmöglichkeiten ausprobieren und einbringen. Musik erfinden kann nur dann als ästhetische Praxis gelten, wenn die Musikerfinder Gestaltungsspielräume nutzen und selbstständig Entscheidungen treffen, ob es so oder besser so klingen soll. Nicht ästhetisch ist demnach ein Erfinden von Musik, das sich auf das Ausfüllen vorgegebener Gestaltungsregeln beschränkt. Musik hören kann nur dann als ästhetische Praxis gelten, wenn die Schülerinnen Gelegenheit bekommen, ihre assoziativen, emotionalen, intellektuellen Zuschreibungen zu reflektieren. Dem steht ein nicht ästhetisches Musikhören gegenüber, das beispielsweise nur der Beantwortung analytischer Fragestellungen wie zum Beispiel im wievielten Takt erscheint wieder das Thema dient. Das Sprechen über Musik wird dann zu einer ästhetischen Praxis, wenn Schüler dazu aufgefordert sind, zu einer Musikposition zu beziehen. Wenn die Sprecher sich auch selbst mit ins Spiel bringen, wenn sie sich über ihre Beziehung zu der Musik äußern, nicht wie sie ist, sondern wie sie sie wahrnehmen. Nicht ästhetisch wäre demgegenüber ein Sprechen über Musik als wissenschaftliches, ökonomisches oder kulturpolitisches Phänomen. Eine Hemmschwelle besteht sicherlich darin, dass Musikunterricht in diesem Sinne auf die Partizipation der Schülerinnen angewiesen ist, die bereits bei Nykrin vorgesehen war. Dass Schüler tatsächlich einen persönlichen Bezug zwischen einer Musik und sich selbst herstellen, erfordert Offenheit und eine gewisse Unsicherheitstoleranz, die eigenen Reaktionen mit der anderer Schülerinnen abzugleichen. Dazu gehört letztlich auch, nicht zu einem abschließenden Ergebnis kommen zu können, wie diese Musik denn jetzt tatsächlich ist oder worin eine angemessene Reaktion auf diese oder jene Musik besteht. Musikunterricht muss sich in diesem Sinne mit der Inszenierung ästhetischer Erfahrungsräume begnügen. Ein bestimmtes ästhetisches Lernergebnis kann man nicht einfordern, wie Rolle das zusammenfasst. Lehrkräfte können nur möglichst aussichtsreiche Bedingungen schaffen, Lernangebote machen und vielversprechende Erfahrungssituationen inszenieren. Methoden der Inszenierung ästhetischer Erfahrungsräume. Der von Rolle gewünschte Blickwechsel, im Zuge dessen Schülerinnen ihre eigenen Assoziationen und Zuschreibungen zu Musik äußern, aber auch überschreiten, legt eine Reihe methodischer Herangehensweisen nahe. Grundsätzlich zielen diese Methoden auf einen ästhetischen Streit ab, in dem Schüler und Schülerinnen sich über ihre Zuschreibungen zu einer Musik austauschen und versuchen, anderen ihre Sichtweise nahezubringen und vielleicht sogar schmackhaft zu machen. Wenn nun ein Schüler oder eine Schülerin ein ästhetisches Urteil zu Musik äußert, dann ist damit impliziert, dass auch andere diese Perspektive nachvollziehen und erfahren könnten. Ziel einer solchen Unterrichtsphase könnte dann sein, dass andere Schülerinnen die vorgestellte Perspektive zumindest probeweise übernehmen und dadurch möglicherweise Aspekte in den Blick gelangen, die bedeutsam und bildsam sind. Besonders plakativ geschieht dies beispielsweise in produktionsdidaktischen Settings, in denen Schüler und Schülerinnen gemeinsam einen musikalischen Gestaltungsauftrag bearbeiten. Sie müssen sich hier über Kriterien der musikalischen Gestaltung austauschen, die aus ihrer Sicht ein gelungenes musikalisches Produkt ausmachen. Dazu müssen sie argumentieren, warum das Produkt gerade so gestaltet werden soll, warum also beispielsweise ausgerechnet eine Klavierbegleitung mit arpeggierten Akkorden an dieser Stelle besser passen würde als ein Alberti-Bass. In die Urteile, die Schüler und Schülerinnen in diesem Zusammenhang äußern, gehen ihre musikalischen Vorerfahrungen und ästhetischen Idealvorstellungen ein. Indem sie diese verbalisieren, machen sie sich diese selbst bewusst und lernen auch diejenigen der anderen kennen. Vielleicht gelangen sie letztlich sogar zu dem Schluss, dass der Vorschlag der oder des anderen an dieser Stelle tatsächlich besser passt, und gewinnen somit eine neue bereichernde Perspektive für die Gestaltung des gemeinsamen musikalischen Produkts. Mit diesem Beispiel für die Umsetzung eines Unterrichts, der musikalisch-ästhetische Bildungsprozesse in den Mittelpunkt setzt, sind wir auch schon am Ende des Moduls angelangt.
Beide Konzeptionen, die ich Ihnen vorgestellt habe, zielen letztlich darauf, dass Schülerinnen sich vor allem mit ihren wie auch den musikalischen Erfahrungen anderer auseinandersetzen, sodass sie schließlich über das Bescheid wissen, was musikalische Erfahrungen mit ihnen machen, welchen Blick auf Welt sie öffnen können, die aber zugleich Bescheid wissen über die Schwierigkeiten dieses Wissens. Auf diese Weise erreicht ein solcher Musikunterricht das anspruchsvolle Ziel der Selbstreflexion, das ich eingangs mit Biri als kennzeichnend für Bildungsprozesse herausgestellt habe. Im nächsten Modul wird es um den aufbauenden Musikunterricht gehen, bei dem weniger die ästhetische Komponente des Bildungsprozesses zentral ist, sondern es zunächst einmal grundsätzlich um einen schrittweisen Aufbau von Lernprozessen von der Praxis zur Theorie und Kulturerschließung geht.